Hallo Retro-Freunde, hallo Masters of the Universe-Fans. Was soll ich sagen, es gibt schon wieder Neuigkeiten im Bereich Masters of the Universe Actionfiguren und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Bevor wir loslegen, solltet ihr noch kein Abonnent sein, klickt doch mal hier auf mein Kanallogo, abonniert den Kanal und verpasst somit kein neues Video mehr von mir. Ja, was soll ich sagen, die Masters of the Universe sind momentan in aller Munde, so kommt es mir zumindest vor, es vergeht eigentlich kein Tag, an dem nicht irgendwo eine Neuigkeit aufpoppt. Ja, und das ist jetzt schon wieder passiert. Ich habe ja vor kurzem erst ein Video online gestellt zu den neuen Figuren der Masters of the Universe Revelation Serie, ja, die ja auf Netflix am 23. Juli anläuft. Ich blende euch das Video nochmal hier oben ein. Da gibt es die ersten Screenshots aus der Serie, sowie halt nochmal kurz was zu den Figuren. Und ja, für die, die es nicht wissen, Netflix bringt ja sogar zwei neue Masters-Serien raus. Ist das nicht geil? Ist das nicht klasse? Ja, seit 40 Jahren, seit die Masters of the Universe nicht mehr für mich existiert haben, ja, und ich eigentlich damit abgeschlossen hatte und erst vor ein paar Jahren wieder das Ganze aufleben lassen habe, ist es so, als wird man überhäuft mit den Masters. Ja, ich finde es einfach nur mega gut, mega klasse. Ich freue mich da richtig. Ja, und wie gesagt, es gibt zwei Serien, die Netflix jetzt rausbringen wird. Ja, die erste Serie, die Revelation-Serie, die von Kevin Smith produziert wird, beziehungsweise wo er Regisseur ist, soll den Übergang von der Filmation-Serie, beziehungsweise soll die Filmation-Serie fortführen. Und es wurde noch eine weitere Serie angekündigt und die heißt He-Man and the Masters of the Universe. Auch eine animierte Serie, die abzielt auf ein neues Publikum, beziehungsweise auf ein junges Publikum. Ja, da gibt es, soweit ich weiß, noch kein Startdatum auf Netflix, könnt ihr aber gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Da jetzt sind zum ersten Mal kurzfristig neue oder die ersten Bilder in Box auch gelauncht worden. Es sind Netzfunde, ich habe die Bilder nicht gemacht, ich weiß nicht, wer sie gemacht hat. Ja, wenn ihr wisst, wo die Bilder herkommen, gerne mal unten in die Kommentare rein. Aber wie es in den letzten Videos auch so war, ich möchte euch die Bilder nicht vorenthalten. Ich möchte euch die Bilder jetzt kurz zeigen und mein persönliches Feedback oder meine Meinung dazu abgeben, was ich von diesen Figuren halte, von dem ersten Eindruck. Ja, ich fange an. Ich blende euch jetzt das erste Video ein und da sieht man He-Man. Wie ihr seht, die Serie heißt He-Man and the Masters of the Universe. Auch hier ist der Schriftzug. Der He-Man-Schriftzug ein bisschen anders und die Figur halt komplett, ja, wie soll ich sagen, neumodisch. Auf ein neues Publikum abzielend, auf ein junges Publikum abzielend. Die Figuren haben auch ein 4+, das heißt ab 4 Jahren auf der Verpackung. Die anderen Figuren, die Origins, sind, glaube ich, haben, glaube ich, 6 draufstehen, genauso wie die Revelations, glaube ich, auch. Ja, also hier wird ganz gezielt ein junges Publikum angesprochen. Und von der Figur her muss ich sagen, es gefällt mir gut. Es gefällt mir wirklich gut. Ja, wie gesagt, ich bin Masters-Fan der ersten Stunde. Ich bin großer Origins-Fan, weil halt einfach bei den Origins dieses Feeling wieder aufkommt, wie es früher war, allein von den Karten, ja, von den Cardbacks, aber auch von den Figuren, weil die Origins einfach ein Abklatsch der Vintage-Masters-Universe-Figuren sind mit mehr Bewegungspunkten. Ja, finde ich mega klasse, freue ich mich richtig. Ja, ich freue mich jedes Mal, wenn eine neue Origins-Figur rauskommt oder wenn ich eine neue bekomme. Weil hier, da kriege ich so ein Nostalgie-Feeling. Ja. Nichtsdestotrotz, die neuen Figuren aus dieser neuen zweiten Netflix-Serie, der erste Eindruck gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut. Wie gesagt, es soll eine neue Generation angesprochen werden. Dieser He-Man sieht, bis auf dass er blond ist und dass er halt Muskelberg ist, sieht er dem He-Man eigentlich optisch, ja, von der Rüstung her und so weiter, halt nicht ähnlich. Es ist alles ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen, ja, kindlicher, neumodischer gestaltet, was dem Ganzen keinen Abbruch tut. Auch die Verpackung, ja, die Verpackung ist in blau gehalten, erinnert an die Revelation-Verpackung. Wie gesagt, da habe ich auch nochmal ein Video gemacht, das blende ich euch gerne auch nochmal ein. Zu den Figuren selbst, zu den ersten Verpackungs-Videos oder Bildern, die rausgekommen sind. Und hier ist das Design ähnlich, es ist blau, es ist nicht rot wie bei den Vintage-Figuren oder wie bei den Origins, aber doch unterscheidet sich trotzdem halt von dem Revelation, das finde ich auch gut.
denn ich könnte mir vorstellen, dass die beiden Figurenserien zeitgleich im Handel erscheinen oder zumindest halt auf jeden Fall sich überschneiden werden. Ja, und da finde ich es gut, wenn es halt, wenn ja, sie beide blau sind, aber trotzdem halt man auf ersten Blick sieht, was gehört zu welcher Serie. Es gibt nichts Schlimmeres wie ein Vater, der nicht weiß, was sein Kind haben will und sagt, ich will eine He-Man-Figur. Und dann gehe ich in den Laden, dann habe ich zwei He-Mans, den Revelation He-Man und den He-Man and the Masters of the Universe. Und ich weiß nicht, was mein Kind überhaupt haben will. Ja, wie gesagt, diese Figur finde ich richtig toll. Was mich ein bisschen wundert, ist, wie gesagt, es sind drei Bilder, die aufgetaucht sind im Netz. Ja, und das war das erste Bild. Und das zweite Bild ist sofort ein weiterer He-Man. Ja, und zwar ist das der Battle Armor He-Man. Battle Armor He-Man ist ja ein Begriff, sag ich mal. Ja, aber hier sieht er natürlich auch komplett anders aus. Eine rote Rüstung. Er hat das Zauberschwert, sieht man in dieser Verpackung, in diesem Blister. Was halt aussieht wie, als wäre es fünfmal so groß. Aber, wie gesagt, ich finde es alles recht stimmig. Ja, dieser He-Man erinnert mich ein bisschen an den Snake Armor He-Man aus der 2000X-er Serie. Von der Rüstung halt her. Also auch dieser Armschutz, den er hier hat und so weiter. Aber wie gesagt, ich finde, der macht echt was her. Ich finde das richtig toll und ich befürchte, diese Serie oder diese Figuren sind nicht nur was für Kinder ab 4 Jahren, sondern ich befürchte, da wird auch ein Retro-Hauner zuschlagen und wird sich diese Figuren halt auch zulegen. Ja, ich finde es richtig toll. Die dritte Figur oder das dritte Bild, was aufgetaucht ist, ist Skeletor. Und Skeletor finde ich hier auch neumodisch, natürlich, ja, modern, ein bisschen Anime-like, wie es halt jetzt in diesen, ja, in diesen Kinderserien der Fall ist oder was die Kinder anscheinend sehen wollen. Ja, ich finde ihn auch richtig toll. Ich finde auch das Artwork, das Bild unten links auf der Verpackung mit den roten leuchtenden Augen, dieser böse Blick, ich finde es richtig cool, ich finde es richtig klasse. Und wer auch immer diese Bilder jetzt, wie gesagt, online gestellt hat. Vielen Dank dafür. Wir haben einen ersten Eindruck bekommen zu diesen Figuren. Was soll ich sagen? Gerne mehr davon. Ja, Mattel, gerne mehr von den Masters of the Universe Sachen. Es ist nun mal so, es wird nicht jedem gefallen. Ja, das ist aber auch gut so. Und was soll ich sagen? Mattel ist nun mal ein Konzern. Ja, die machen nichts, weil sie denken, oh, ich will jetzt den lieben Fan halt nicht irgendwie an den Karren fahren, ja. Ich will jetzt das rausbringen, genau was dieser 40 Jahre alte Mensch da, der Geld hat, haben will. Nein, Mattel ist ein Konzern, die müssen Gewinn machen. Ja, die produzieren Sachen, die halt, es ist eine Spielzeugfirma, die halt auf Kinder abzielt, ja, auf die Wünsche der Kinder oder halt auf den Zug aufspringen will, ja. Und das kann ich vollkommen verstehen, dass die halt auch neumodische Sachen rausbringen. Und Leute, wie geil ist das denn? Ja, es gibt Masters of the Universe noch und nöcher. Nach 40 Jahren, nachdem es halt echt Funkstille war zwischendurch, ja, nachdem es nichts mehr gab und auch ich selbst, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, eigentlich abgeschlossen habe mit den Masters. Und es ist irgendwie aktuell kein Ende in Sicht. Ich finde es richtig klasse, ja, die Origins, jetzt die Revelation-Serie, die neue Master-Serie, die Eternia Minis, ja, das ist alles das, was von Mattel gibt, plus halt die Sachen, die halt nicht von Mattel sind, sei es die Funko Pops, sei es diese Mega Constructs oder wie sie heißen, ja, es gibt so viel Masters of the Universe auf dem Markt, jeder sollte sich glücklich schätzen, oder? Jeder kann für sich das rauspicken, was er haben möchte, ja. Die Gefahr ist natürlich, dass der Markt überflutet, überreizt ist und irgendwann die Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Ja, ich sehe nur noch überall He-Man, Skeletor, He-Man, 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 He-Man. Dann keinen Bock mehr drauf haben und das halt irgendwann Ladenhüter sein. Aber Leute, genießt den Moment. Genießt es einfach. Ja, ich finde es einfach mega klasse. Ja, so, das war jetzt kurz ein Ausschweifen oder ein Abschweifen von mir. Was als nächstes kommt... Ja, das hat Pixel Dan auf seinem Kanal online gestellt. Ja, Pixel Dan ist ein YouTuber, der Actionfiguren und so weiter vorstellt, der sehr, sehr bekannt ist. Ja, und der hat ein Video online gestellt, wo die neuen Origins-Figuren, wo es ein Preview, erste Bilder zu den neuen Origins-Figuren gab. Und ich habe hier auch zuletzt ein Video hochgeladen, das blendet ihr euch auch nochmal ein.
über die Origins Wave 5. Ja. Ich habe auch in dem Video schon gesagt, sollte eigentlich die Wave 5 sein, aber manchmal wird es auch Wave 6 genannt in verschiedenen, habe ich auch schon gehört, ja, und jetzt bin ich halt genau noch unsicherer, denn die Figuren, die ich euch jetzt zeigen werde, sind zum Teil in dieser Wave 5, die ich vorgestellt habe, drin, aber es sind noch andere Figuren dabei. Also, los geht's mit dem ersten Bild und wir fangen einfach mal an mit dem Webstore. Webstore sieht richtig klasse aus. Wie gesagt, es sieht, wie soll ich sagen, Vintage aus, ohne Ende. Ja, er hat seinen Blaster, den Orangen dabei, er hat den Kletterhaken, die Rüstung, die Figur selbst. Die sieht einfach wieder so aus, wie ich mir den Webstore vorstelle, wie ich ihn seit meiner Kindheit kenne, wie ich ihn seit 40 Jahren kenne. Und ja, ich bin froh, ich bin jetzt nicht sicher, ist es jetzt Wave 5, Wave 6. Ich lasse es mal so stehen, ja, es ist eine neue Origins-Figur. Wann die kommt, ich weiß es nicht. Ja, wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Auf jeden Fall, ich finde ihn richtig toll. Ja, die nächste Figur ist Stinkor. Stinkor war schon immer eine meiner Lieblingsfiguren. Ja, einfach, ich fand den cool, auch wenn es ein Merman-Abklatsch halt ist. Ja, aber ich finde, wie bei Faker halt auch, dieses Orangene so prägnant. Ja, hier die orangene Rüstung, die orangenen Stiefel und so weiter. Und natürlich war das Action-Feature, sage ich mal, damals, dass er halt wirklich gestunken hat. Und Leute, angeblich stinkt der Origins Stinkor auch wieder. Ist das geil oder ist das geil? Ja, also der soll wirklich Geruch haben, soll riechen wie der, das ist mit Vorsicht zu genießen, wie der im Vintage Stinkor gerochen hat. Leute, was gebe ich dafür, wenn ich das riechen würde nochmal, ja? Wenn ich diesen Geruch nochmal in die Nase kriege, ich glaube, diese Figur muss ich mir sogar zweimal holen. Ja, wie ihr wisst, ich bin OVP-Sammler, aber den muss ich dann einmal auspacken. Das geht einfach nicht anders, da ich muss es riechen. Ja, finde ich mega klasse. Ansonsten das Schild dabei, ja, wie es Stinko halt aussieht. Finde ich mega, mega toll. So, die nächste Figur, die ich auch in dem anderen Video schon angekündigt habe, ist Fisto. Fisto soll angeblich dieses Action-Feature nicht haben. Er soll keine Schlagfunktion haben. Das heißt, bei der Vintage-Figur hatte ich ja den Arm gehabt, da war ein Federmechanismus drin und er konnte halt mit seiner Faust halt Sachen zertrümmern oder irgendwo auf den Tisch hauen und es hat echt Spaß gemacht. Das soll bei der Figur fehlen. Ein Grund für mich halt auch nicht auszupacken, sondern einen schönen OVP zu lassen. Ja. Ansonsten wäre ich auch in die Versuchung gekommen, vielleicht ein zweites Mal zu holen und mit der Faust ein bisschen halt Schabernack zu treiben. Ansonsten vom Gesicht her, von der Rüstung her auch wieder der Fisto, wie ich ihn kenne, wie ich ihn liebe, wie ich ihn haben muss. Mega toll. So, das geht jetzt alles so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ja, das nächste, was kommt, ist der, das habe ich ja auch in einem anderen Video schon gezeigt, es gab ja dann von der PowerCon letztes Jahr, es gab ja die Lords of Power, das Five-Pack. Ja, wo die Figuren drin waren, die dem ersten Entwurf der Masters of the Universe, die ja ursprünglich Lords of Power hießen oder heißen sollten, der Merman drin war und der Merman halt ein bisschen so halt aussieht, wie sie halt ursprünglich der Konzeptentwurf war. Und das machen sie jetzt auch mit Beastman. Sie bringen auch den Beastman als Lords of Power Variante raus. Ja, ich finde den echt gut. Ich finde den echt klasse. Ja, er gefällt mir. Ich gucke jetzt gerade mal auf das Bild. Ja, die Hautfarbe, dieses Orangene, ja, ich finde den Gürtel richtig toll. Ich finde die Rüstung finde ich richtig klasse. Der sieht halt aus wie eine Actionfigur, die eigentlich in den 70er, 80er Jahren hätte rauskommen sollen. Ja, so finde ich, sieht das Gesicht aus. Das sieht nicht neumodisch aus. Das sieht halt irgendwie aus, wie wenn ich auf dem Flohmarkt irgendwo in der Krabbelkiste rumkrabbel und irgendeine alte Actionfigur rausziehe. Finde ich richtig toll. Das ist echt. Auch wenn es den so nie gab, wenn der Entwurf über den Haufen geschmissen wurde und der Beastman, so wie wir ihn jetzt kennen, rausgekommen ist, finde ich diese Figur halt auch toll. Und ja, was soll ich sagen, auch der wandert in meine Sammlung natürlich. Ja. Die nächste Figur ist die Green Goddess und die finde ich halt auch richtig cool. Ja, es ist klar, es ist ein Teela, ja, eine Farbvariante von der Teela. Die Green Goddess ist in den ersten Mini-Comics so, hat so ausgesehen, ja. Und was soll ich sagen, als Fan der ersten Stunde, diese Figur gab es bei den Vintage-Figuren nie, ist nie rausgekommen. Ja, umso mehr freue ich mich, dass diese Figur jetzt so in der Origins-Variante erscheint, mit dem
Origins Cardback, was dem Vintage Cardback fast bis aufs Auge gleicht. Finde ich richtig toll. Er hat den Schlangenstab, hat das Schild dabei. Die wird gekauft. So, dann haben wir, das ist auch angekündigt worden, da habe ich jetzt zwei Bilder von, und zwar den Windrider. Der Windrider kommt auch raus als nächstes Fahrzeug. Ja, und der, muss ich ja auch sagen, sieht richtig toll aus. In der Verpackung als auch einzeln. Ja, also es ist auch wieder ein Stand dabei. Das heißt, ich kann den Flieger quasi in ein Diorama aufstellen. Ja, der Windrider sieht toll aus. Er sieht aus wie der Vintage Windrider. Ja, auch da, beziehungsweise sieht sogar noch ein bisschen besser aus, denn der hat jetzt zum Beispiel einen richtigen Sitz, wenn man sieht, einen richtigen schwarzen Sitz drin. Ja, also es ist ein bisschen, alles ein bisschen neuer gemacht, ein bisschen moderner gemacht, aber das alte Design ist beibehalten worden und das gefällt mir so richtig, richtig gut. Finde ich richtig toll. So, die nächste Figur regt zu Diskussionen an. Und zwar gibt es anscheinend einen Doppelpack. Ja, ein Battle Damaged Battle Armor He-Man auf Battle Cat. Ganz schön viel Battle in dem Spiel. Man sieht so an dem, der Battle Cat hat Kampfspuren, es sieht aus, als ob er blutet. Es sind noch so zwei kleine Viecher rechts und links daneben. Diese Figur oder dieses Set soll in Amerika exklusiv in der Kaufhauskette Target nur da erhältlich sein. Und das ist für mich jetzt ein Grund. Ich habe am Anfang gesagt, oder wie die Origins rausgekommen sind, habe ich gesagt, ich möchte das erste Mal in meinem Leben von einer Actionfiguren-Serie ein Fullset haben. Ja, habe dann die Lords of Power, dieses Five-Pack, dieses Limitierte, schon verpasst. Beziehungsweise war mir zu teuer, aber ich dachte, okay, da mache ich einen Abstrich. Für mich ist das ein Fullset, wenn ich alles andere zusammen habe, außer die. Ja, die brauche ich nicht. Jetzt kommen sie ja sowieso halt nochmal auf Karte einzeln raus. Optimal. Hab mir dann den Flocked Pantor und das Rise of Evil 2-Pack mit Keldor und Kronis. Habe ich mir sogar auch vorbestellt. Die müssten auch irgendwann hoffentlich die Tage ankommen. Die gab es auch nur exklusiv in den USA. Auch nur, glaube ich, bei Target. Diverse deutsche Händler haben auch eine Vorbestellung angeboten. Und da habe ich ihn dann auch vorbestellt. Ich dachte mir, okay, machst du das? Jetzt geht das aber so weiter. Zum einen, es ist wieder ein Battle Cat, also sprich der zweite Battle Cat. Und es ist schon ja der dritte He-Man, ja, und der zweite Battle Armor He-Man. Klar, die Rüstung ist glänzend, das Gesicht sieht wieder ein bisschen anders aus, aber Leute, was soll das? Ja, also ich verstehe es nicht. Ja, ich komme davon ab, mir halt ein Fullset zu holen, ja, weil wenn ich schon so ein Pack rausbringe, wieso bringe ich es denn halt exklusiv für irgendeine Kaufhauskette raus? Ja, wieso nur auf dem amerikanischen Markt? Das sind jetzt wieder so Sachen, die ich halt nicht ganz verstehe von Mattel. Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich auch irgendwie Preispolitik. Die werden wahrscheinlich irgendwie einen Deal gemacht haben, ja, und sagen, ja, das gibt es exklusiv bei euch. Ich finde es halt sehr schade. Zum einen, wie gesagt, es gibt es nur in den USA. Keine Ahnung, ob das eventuell doch ein deutscher Händler wieder zum Vorbestellen anbietet. Dann wird es wahrscheinlich wieder schweineteuer sein. Ja, und es sind halt Figuren, die es halt schon gibt. Ja, ich kann mir auch einen Battle Cat kaufen. Und noch einen normalen Battle Cat aus der Orange-Seite der Reihe und mal irgendwie ein paar rote Streifen an, dann ist es auch ein Battle Damaged Battle Cat. Ich bin mir dann noch nicht so sicher, ja, was ich damit mache. Aktuelle Tendenz ist, dass ich es mir nicht hole oder nicht versuche zu bekommen. Kann sich noch ändern, wer weiß, aber aktueller Stand ist es, ich lasse es hinten runterfallen. Ja, sehr schade. Ja, aber diese Politik mit diesen exklusiven Figuren, das gibt es ja nicht nur bei den Origins, das gibt es ja nicht nur bei Mattel, das gibt es ja bei allem, wo ich dran denken kann, ja, dass es irgendwo irgendwas Exklusives nur in dem Laden, nur in dem Land gibt, von einer Serie, wo es einen Haufen Zeug von gibt, dann gibt es irgendwas, was es halt speziell oder nicht für dich gibt, ja, als Sammler. Und das finde ich halt furchtbar. Das ist, in meinen Augen ist es halt Geldmacherei, ja, auf der anderen Seite, Mattel hat ja nichts davon. Ja, Mattel hat ja nichts davon, wenn ich halt dieses Teil halt teuer auf eBay irgendwo kaufe. Den Gewinn kriegt ja Mattel nicht, den kriegt ja der eBay-Käufer, der vielleicht in den USA 10 Stück von dem Ding gekauft hat und dann halt fürs Zehnfache
nach Deutschland verkauft. Aber das lassen wir jetzt einfach mal, ja, sonst rege ich mich da zu sehr auf. Die Figur an sich, ja, es ist ein Battle Cat und ein Battle Armor He-Man. Weiß nicht, ob das nötig war. Auch hier wieder, es gibt genug andere Figuren, ja, die noch nicht draußen sind. Gott sei Dank ist es keine Figur, die es noch nicht gibt. Weil sonst wäre es halt wieder eine exklusive Figur, die es nicht gibt. Also von daher, Battle Cat und He-Man habe ich schon. Ja, wenn die vorübergehen, ist es, glaube ich, nicht ganz so tragisch. So, und das nächste, was noch kommt, ist ein Moskitor. Moskitor kommt in der Deluxe-Variante. Und ich habe hier auch die Bilder jetzt, die in dem Pixel Dan-Video waren. Wie gesagt, einfach mal blende ich jetzt hier ein. Ja, Moskitor kommt mit einem Wechselkopf. Einmal der Kopf, den ich halt von der Vintage-Figur kenne. Und dann noch ein zweiter Kopf. Und dieser soll wohl auch, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie ein Action-Feature haben, dass ich irgendwas halt, einen Sprüheffekt oder sowas halt habe. Ja. Da bin ich echt gespannt. Ja, Moskitor ist auch wieder eine Figur, die ich damals logischerweise, wie wahrscheinlich alle in Deutschland, wie die meisten in Deutschland nicht hatten, ja, weil es eine ganz späte Figur war. Somit kann ich mit der auch nicht so richtig was anfangen. Da es aber eine Figur ist, die hier wahrscheinlich normal erhältlich sein wird, werde ich mir den natürlich auch zulegen. So, das nächste an Neuigkeiten an Figuren sind die PowerCon Exclusives für 2021. Ja, wie gesagt, was ich eben erwähnt habe, die Lords of Power gab es als Exclusive letztes Jahr. Dieses Jahr gibt es verschiedene andere Sets und der Anfang macht ein Evil Horde Pack. Ja, da ist einmal der Hordak drin. Hordak, wie er in der Filmation-Serie aussieht, so ähnlich wie er schon von Super 7 rausgekommen ist. Ja, in diesem Blau, in diesem kräftigen Blau, ja, so ein bisschen mehr Comic-Style. Die zwei Horde-Trooper in Schwarz und in Rot. Und die Figur, wo es mir eigentlich ein bisschen weh tut, dass der in dem Set drin ist, ist dieser Schwarzface oder der Blackface Grizzlor. Den finde ich eigentlich recht cool. Ja, das Set soll irgendwie einen dreistelligen Betrag kosten. Ja, ich bin mir nicht so genau, $149, $150 oder glaube ich zumindest. Ja, nicht böse sein, wenn ich jetzt was Falsches sage. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ja, interessiert mich nicht. Ich gehe davon aus, dass dieses Set, dass diese Figuren auch irgendwann, wenn es die Origins lang genug gibt, auch wieder auf Einzelkarte rauskommen. Werde ich mir nicht holen. Das zweite Set finde ich persönlich, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung, finde ich noch schlimmer. Ja, und zwar ist das ein Faker. Faker sieht aus wie ein Panzerknacker, mit so einer Augenklappe. Finde ich gar nicht gut. Das ist einfach nur die Figur wieder verwurstet. Ja, und ein Battle Cat oder Battle Cat, der hat ja keinen Helm auf, also ist es eher eine Pandora-Variante, mit irgendwelchen Klumpfüßen vorne. Gefällt mir überhaupt nicht. Ja, von daher ist es mir egal, was der kostet. Werde ich mir so erstmal nicht holen. Stand jetzt. Muss man immer vorsichtig sein. Aber das erste Bild sagt mir so gar nicht zu. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon denkt. Mein Fall ist es nicht. Was ich mir stattdessen holen werde oder versuchen werde zu holen, weil diese PowerCon Exclusives, wie der Name schon sagt, sind für die PowerCon Convention. Exklusive Sets für die PowerCon Convention. Leute, die in Amerika ein Ticket für diese PowerCon halt haben, haben ein Vorkaufsrecht, die dürfen diese Teile halt kaufen, wenn ich halt, wie gesagt, eine Eintrittskarte quasi für dieses Event halt habe. Aber der Vorbesteller, ja, das Vorbestellerdatum, es gibt auch ein Vorbestellerdatum für Leute, die kein PowerCon-Ticket haben. Ja, das ist, meine ich, irgendwann Ende Mai, ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es genauer wisst. Ja, da werde ich mal gucken, ob ich mir irgendwie dieses Set halt holen kann. Ja, hier geht es nämlich um den Geist von Castle Grayskull, den ich oben auf die Origins Castle Grayskull draufsetzen kann. Der Roboter, der bei der Vintage Castle Grayskull zum Beispiel halt nur als Pappfigur, halt Pappaufsteller dabei war und halt noch ein Monster unten aus dem Verlies, bin ich auf den Namen gekommen. Ja, finde ich richtig toll. Das finde ich toll. Das ist mal was einzigartiges. Ja, das soll auch irgendwie nur um die $30 kosten. Ja, theoretisch müsste es dann hier wahrscheinlich 25 Euro kosten, aber durch Import und alles kostet es wahrscheinlich 60 Euro.
Das waren so die Figuren, die ich euch kurz vorstellen wollte. Wie gesagt, kein Tag, an dem nichts Neues gefühlt von den Masters gelauncht wird. Das heißt, wenn ihr das Video seht, gibt es wahrscheinlich schon wieder die nächsten Neuigkeiten oder weitere Bilder oder sonstiges. Sagt mir, was haltet ihr von diesen Figuren? Holt ihr euch alles? Seid ihr Masters-Fan und sagt halt, egal, Hauptsache Masters of Universe steht drauf, ich hol's mir. Oder seid ihr, wählt ihr dediziert halt aus? Ja, ich möchte nur Origins sammeln. Ich hole mir vielleicht sogar die Revelations-Reihe, aber die He-Man and the Masters of the Universe für die Kleinen, für die 4-Plus-Kinder ist mir zu kindisch, hole ich mir nicht. Ja, lasst es mich mal wissen, schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, gebt einen Daumen nach oben, teilt das Video gerne, lasst ein Like da, wie gesagt, und abonniert meinen Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, bis zum nächsten Video, euer Retro-Rauner.